Willkommen beim Erzählt in Burbach. Heute will ich euch mal wieder was recht Neues vorstellen oder was, ja, doch ziemlich neu. Und zwar hat eine aus der Community sich mal wieder extrem geile Gedanken gemacht. Und zwar, wie können wir die Reifen unserer Autos möglichst einfach und schnell säubern? Also ihr kennt das alles mit dem Klebeband. Wir persönlich machen das mit einer Fusselrolle. Und hier der Kollege hat das einfach optimiert und hat so einen Stand fürs automatische Reifen sauber machen entwickelt und im 3D-Drucker umgesetzt. In dem Fall mit einer Fusselrolle und hat mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ich muss jetzt natürlich ehrlich sagen, ohne dass ich den Kollegen jetzt näher kenne, er hat es eigentlich erfunden. Also man sieht das jetzt schon häufiger, da die Leute das nachgebaut haben, aber er hat es eigentlich erfunden. Und deswegen will ich euch dann einfach mal vorstellen, testen und mal gucken, ob das was taugt. Also von der Grundkonstruktion, wie gesagt, kommt aus dem 3D-Drucker. Ich bin da ja auch ein bisschen im Bereich. So, und hier sieht man nämlich, der hat dieselben Probleme wie ich. Hier hat sich die Ecke abgehoben, da haben wir ein bisschen Wrapping. Das ist aber völlig egal, also er hat quasi so rumgedruckt. So, und was haben wir? Also, wir haben eine Kiste. Wir können da 132er und 124er drauf machen. Wenn ich das so richtig verstanden habe, ich teste natürlich wieder 132. So, wir haben hier die stromgebenden Schienen nachempfunden. Wir können das hier variieren, damit wir hinten die Fusselrolle natürlich auch komplett ausnutzen können. Ist auch sehr leichtgängig dafür, dass das einfach ein 3D-Druck ist. Sehr gut gemacht. Hier hinten ist die Fusselrolle. Eine ist schon dabei. Da kann man nehmen, was man will. Das ist jetzt die aus dem DM. Ja, da sollte ja jeder die Möglichkeit haben zu haben, die zu bekommen. Die wird hier eingeklickt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die auch da rauskriege, weil man müsste die auch mal wechseln können. Genau. Ihr nehmt die einfach so hier raus und dann habt ihr hier so quasi Adapterplatten, die ihr hier so dran tut oder rein tut. Und dann kommt die Fusselrolle einfach da rein. Das sind hier so kleine Löcher. Also von daher extrem cool. Wir machen die jetzt hier mal. Machen die mal ab. Ups. Wir wollen ja gleich auch mal testen. Also wir nehmen immer die von IKEA. Ich teste das morgen einfach mal, ob da die gleichen sind. Aber das ist ja im Prinzip wurscht, man kann ja kaufen, was man will. Ja, oder man kauft dann halt die von DM, wenn die passen, dann ist gut. So, also, wir setzen die jetzt hier rein wieder, bis es hörbar einrastet. Und dann dreht die sich hier schön, hat schon ein bisschen Dreck von mir aufgenommen. So, und ihr habt zwei Varianten, wie ihr benutzen könnt. Entweder so, wie sie kommt. Da ist hier unten der Stromabnehmer für die Bahn. Hier so ein Leitkiel angedeutet. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich will euch das jetzt anders zeigen. Also nehmen wir den da raus. Und dann hat er noch hier so eine Adapterplatte. Die machen wir dann da drauf, damit wir da auch keine Probleme mit dem Strom haben. Und wir diese Maschine auch so hinstellen können. So, jetzt kriegen wir natürlich keinen Strom dran, ist ja klar, aber auch da dran ist gedacht. Hier ist ein Kabel und hier vorne könnt ihr das Kabel einstecken. So, und dann könnt ihr das entweder von einer externen Stromquelle abnehmen, wie ich das jetzt gleich machen werde, oder ihr nehmt die und steckt die von unten in die Kabelbahn. Also ist ein bisschen kurz für, müsstet ihr vielleicht ein bisschen länger machen. Ich mache es hier mal experimentell. Ich habe hier noch irgendwie irgendein Kabel von. Weiß ich gar nicht, na Go oder sonst irgendwas, wird der mal schicken. Zum Testen dafür nehme ich einmal meine andere Position ein. Als Demo-Auto habe ich hier mein, ja, was ist das überhaupt? Hallo, was bist du denn? Corvette. Ich hoffe, dass die neue jetzt kommt, weil ihr hier seht, die hat schon einiges mitgemacht. Egal, Reifen sind zumindest immer dreckig. So, jetzt haben wir einen externen Strom angemacht. Wir stellen das Auto einfach drauf. Er fängt sofort an zu laufen. Dann legen wir hinten drauf. Und er steht. Er ist ein bisschen laut. Okay, aber das liegt vielleicht an einem Auto. Und dann könnt ihr den im Prinzip noch hier ein bisschen verschieben. Und die ganze Sache macht sogar noch Spaß, muss man ja wirklich sagen. Schön mal runter. Und man hört, die Rolle läuft noch nach. Hat so ein bisschen was vom Rollenprüfstand. Ja, ja, ist eigentlich ganz cool.
bin jetzt nur mal gespannt, wie das mit dem anderen Modell aussieht, weil Heta hat, glaube ich, zufälligerweise genau dieselbe Größe. Also denke, die Reifen werden auch sauber, wobei das sich natürlich extrem schnell dreht. Ob das jetzt im Endeffekt so gut ist, bin ich mir gar nicht sicher, aber gut. Wir legen jetzt mal einen anderen drauf. So, und da habt ihr nämlich jetzt das Problem, der ist eigentlich zu kurz. Das heißt, den müssen wir jetzt hinten ein bisschen festhalten. Und mir fällt gerade ein, das wäre eigentlich eine Idee, so könnte man da vielleicht auch mal Reifen schleifen. Puh, mit so einem Widerstand oder so irgendwie, vielleicht klappt das auch. So, probieren wir noch den Porsche 917. Okay, der ist noch nicht eingestellt. Den muss dann, dreimal drauflegen, damit er da drauf. Der ist auch, der wäre jetzt auch zu kurz, den müsste auch festhalten. Ich hoffe, er hört mich überhaupt. Aber gut, meine Reifen sind jetzt scheiße. Also zumindest der. Aber sauber sind die. Also da gibt es nichts zu meckern, würde ich sagen. Probieren wir mal hier noch den Audi. 1, 2, 3. Der passt wieder und läuft von alleine. Gut, ihr seht schon, meine Autos sind alle recht unruhig. Aber das macht einen sehr guten Eindruck und könnte auch funktionieren. Also wenn ich jetzt die Fusselrinne angucke, ist die auch dreckig. Ja, gut. Also ich würde sagen, das ist jetzt erstmal so der Trockenversuch zu Hause. Ich nehme das Ding jetzt mal mit an die Bahn und wir testen mal ein bisschen aus und dann zeige ich euch von der Bahn auch nochmal was. Ja, jetzt sind wir in der Bahn. Ich habe mich entschieden, einfach auf den Boxenplatz das Ganze zu stellen und habe mal auch einen 132er geholt. Ja, also nochmal kurz zur Wiederholung. Wir legen das Modell einfach drauf. Jetzt habe ich auch einen Drücker in der Hand. Das heißt, ihr könnt die Geschwindigkeit auch noch einstellen, in der die Reifen drehen sollen, weil ich das bei voller Leistung halt ein bisschen schnell finde. Ja, wunderbar, wie gehabt, in der Werkstatt klappt. So, wenn wir jetzt aber so einen kleinen 132er nehmen, hier im Fall meinen F1, dann ist der halt viel zu kurz. Ja, und dann müsst ihr den immer festpacken. Ist ja jetzt nichts Schlimmes, ja, man kann die Dinge ja festpacken. Aber ich habe kurz mit dem noch geschnackt und dann hat er schnell so ein Teil konstruiert, was er einfach reinsteckt, einmal um 90 Grad dreht. Und dann habt ihr da vorne so einen Anschlag. Müsst ihr so ein bisschen ausprobieren, könnte man sich auch markieren. Und dann funktioniert das auch mit jedem Radstand oder Länge vom Auto, das ihr so habt. Ja, also ich fand das jetzt halt irgendwie cool. Weil ich das witzig finde, wenn das so aussieht wie auf dem Prüfstand. Ich schätze, das ist jetzt ab sofort dann noch dabei. Das ist ja so ein kleines Teil. Ich habe das mir jetzt gerade mal selber gedruckt. So, kommt wieder ein großer drauf. Fährt wieder eins. Wunderbare Geschichte. Ja, also ich verstehe gar nicht, warum da jetzt schon jemand früher drauf gekommen ist. Da seht ihr, funktioniert wunderbar. Der Dreck ist auf der Rolle. Und wenn ihr die dann dreckig habt, auch einfach so eine Ecke anknipsen. Ja, zieht das ab. Habt sofort wieder ein freies Ding. Also ihr müsst ihn halt ausbauen oder sonst irgendwas. Zack, wieder drauf, nächstes Auto. Also wir nehmen das jetzt immer regelmäßig, weil halt echt super schnell ist. Gerade vom Rennen mal da drüber ziehen und dann ist erledigt. Jeder, das ist witzig, wenn die Rolle so ganz frisch ist wie jetzt, dann hat die so eine Kraft, dann kriegen die Kleinen da zumindest gar nicht bewegt. Dann müsst ihr das erstmal so vorsichtig da drauf machen, da die anrollt. Ja, Link tue ich euch in der Beschreibung. Bis dahin, euer Zehni Burbach. Ciao, tschüss.